So, herzlich willkommen zum THC Talk, heute mit Tina Grossmann. Tina, heute erstes Länderspiel, Premiere in Nordhausen. Wie hast du es empfunden? Ja, ich glaube, es war gut. Also es war natürlich schön, dass viele vom THC waren da. Dann fühlt man sich immer heimisch. Aber ich glaube, die Stimmung war generell super und haben sich für mehrere Länderspiele beworben, würde ich sagen, mit dem Spiel. Ja, wir haben die zweite Niederlage gegen Russland gehabt heute. Zwar ein bisschen knapper als gestern in Dessau. Was für ein Fazit könnt ihr ziehen? Ich glaube, wir haben im Angriff in beiden Spielen nicht schlecht gespielt und haben auch versucht, vom Tempospiel da relativ gut mitzuhalten, was uns auch gelungen ist. Ich glaube, wo man arbeiten muss, ist die Abwehr, weil von allem anderen war es okay, aber in der Abwehr lassen wir einfach zu viel zu, machen zu wenig Stopp-Fouls letztendlich und lassen die dann zu einfachen Toren kommen, weil die den Ball immer weiterspielen können. Und irgendwann ist halt einer frei und von dem her, Angriff war okay, vom Rest müssen wir noch ein bisschen arbeiten und dann hoffen wir, dass wir das zum Dezember hin hinkriegen. Also kann man sagen, Deutschland wird irgendwann wieder Weltspitze sein? Wir arbeiten dran. Was viele THC-Fans natürlich interessieren wird, Alicia hat einen Pferdekuss bekommen im ersten Spiel. Wie sieht's aus? Wird sie am Mittwoch spielen können gegen Plumberg? Mein Stand ist ja, es ist ein Pferdekuss. Wurde heute geschont. Sie hat jetzt Behandlung gehabt, die ganzen Tage auch. Und morgen, glaube ich, nochmal Behandlung. Deswegen, wir hoffen natürlich, es reicht. Und mein Stand gestern Abend war... Es reicht bis Mittwoch. Und Anne wird etwas länger ausfallen, für 4 Wochen, ja. So ist der Stand der Dinge, ja. Okay. Tina, wir danken recht herzlich für das Gespräch und wir sehen uns am Mittwoch zum Pokal gegen Nürnberg. Dankeschön. Gerne.